Also, ich bin Björn Pankratz, ich bin Game Designer und Projektleiter bei dem Projekt Gothic 3 bei Piranha Bytes. Und meine Aufgaben sind sehr, naja, gut vielseitig, würde ich sagen. Ich mache Game Design, ich bin Leiter der Programmierabteilung, bin Story-Scripter und, naja, gut, mache noch diverse Sachen wie das Mastern nachher der Version, der DVD, die nachher in die Schachtel kommen muss. Das Runde muss in das Eckige, dafür bin ich zuständig. Game Designer, der macht nichts anderes, als sich die Frage stellen, was macht Spaß? Ja? Das heißt also, Computerspiele, warum spielt jemand überhaupt ein Computerspiel? Was will er machen? Ja? Er macht den Computer an und sieht dann eine Figur, mit der er sich identifizieren muss. Warum identifiziert er sich damit? Ja? Ich als Game Designer muss mich fragen, warum möchte derjenige, der vor der Flimmerkiste sitzt, überhaupt dieses Spiel spielen. Wir haben eine sehr flache Hierarchie in unserer Firma und jeder kann seinen Senf dazu beisteuern und kann auch sich selber Zeit dazu nehmen, sein eigenes Baby irgendwie zu pflegen. Wenn ein Programmierer irgendein Feature besonders toll findet und sagt, so, das Spiel hat das, irgendwelche Shader-Technologien und so weiter, dann nimmt er sich dann auch Zeit dafür und der kann das auch machen. Das heißt also, wir versuchen das dann auch alles unterzubringen und unter dem großen Deckel zu bekommen. Man sagt, okay, wir möchten ein Computerspiel machen, das wird das Geilste, was es je gegeben hat. Ja? Das ist im Grunde genommen das, was am Anfang steht. So, und dann fragt man sich, was soll es für ein Computerspiel sein? Einige, auch in der Firma, möchten ganz gerne ein Autorennspiel machen. Haben wir nie gemacht. Wäre noch dumm, wenn wir es machen würden, weil wir ja schon sehr erfolgreiche Spiele gemacht haben in der Sparte, in der wir uns bewegen. Und dann, naja gut, dann wird die Wahl eng. Aber man kann sagen, okay, innerhalb dieses Genres Fantasy, was Gothic ist, ein Fantasy-Spiel, gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Es gibt irgendwelche Reittiere, die umgesetzt werden können. Es gibt irgendwelche, es kann sehr actionlastig sein, es kann sehr storylastig sein, viele Dialoge. Es kann sehr, weil wir auch im 3D-Bereich sind, sehr grafisch ansprechend sein. Und irgendwie formt sich durch die beteiligten Personen, die hier in dieser Firma arbeiten, die alle irgendwie sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ein gutes Spiel ist, formt sich im Grunde genommen dann das Spiel im Endeffekt zusammen. Und es gibt nicht eine Vision, die verfolgt wird, sondern es sind halt viele Leute, die daran mitwirken. Die erste Phase bei einer Spielentwicklung ist der absolute Wahnsinn. Ja? Alle machen sich Gedanken darüber, was alles möglich ist und welche neue Technologien irgendwie auf dem Markt zu kriegen sind und fangen an, wie wild rumzuspinnen. Und dann gibt es so etwas, was sich dann Grobkonzept nennt, was völlig übertrieben ist, was niemals zu schaffen ist, vor allem nicht in der angegebenen Zeit, was auch meistens immer dazu führt, dass man bei der Spielentwicklung auch meistens oder oft überzieht. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, ich möchte nicht von anderen Firmen sprechen, ich spreche von uns. Wir haben immer überzogen, wie der Kulenkampf halt damals. Ne? Also es ist einfach so. Wir haben uns immer sehr viel vorgenommen und am Ende des Projektes kriegen wir einfach irgendwie nicht den Deckel drauf, weil wir haben uns so viele Sachen überlegt und wir haben so viel Arbeit in viele Features investiert, dann möchte man auch nicht so gerne davon Abstand nehmen. Und dann dauert es halt ein bisschen, bis man dann irgendwann einsieht, okay, das reicht jetzt. Ne? Das Spiel ist dann noch lange nicht fertig, weil man muss sich dann hinsetzen und muss die Sachen, die man dann produziert hat, dann auch wirklich fehlerfrei abliefern und dann auch polischen, so wie man das nennt. Das heißt also, die Features sind zwar drin, die Figur bewegt sich, der Kampf funktioniert, aber einige Animationen haben noch irgendwelche Zumpler drin oder das Interface ist noch nicht final. Man lässt es testspielen und merkt irgendwie, okay, da muss man einen Klick zu viel machen, das nervt, weil man es irgendwie tausendmal im Spiel macht und da muss man dann nochmal dran. Das ist dann so in der Tuning-Phase, in der Beta-Phase muss man dann noch so ein bisschen den Topflappen, der zu klein ist, so ein bisschen ziehen und dass es einigermaßen passt. Ja. Eine gute Geschichte ist meistens eine einfache Geschichte. Nehmen wir mal einen Film, den unheimlich viele Menschen begeistern, wie ein Held, der seine Familie gesehen hat, wie irgendwelche bösen Menschen sie getötet haben und er zieht dann seine Knarre und rächt sich dann. Das ist eine Geschichte. Die ist einfach, die ist eingängig, ist nicht zu kompliziert, jeder versteht sie. Und wenn der Spieler oder der Zuschauer im Kino, ja, wenn er sich in die Rolle versetzen kann, wenn er die Emotionen dieses Charakters nachvollziehen kann und wirklich ganz ehrlich schon die Wut bekommt, wenn er an den Endgegner denkt und sagt, die Sau mache ich jetzt platt, dann ist das eine gute Geschichte.
Es ist so, man setzt sich hin, wenn man einem NPC begegnet und man spricht ihn an und sagt, hallo, ich bin der Neue hier. Dann sagt er irgendwie, was willst du von mir? Und dann sagt er irgendwie, ja, was will der Player denn dann in dem Moment? Dann gucke ich mir die Umgebung an, wo dieser Charakter steht und denke mir, okay, es ist ein Typ, der hat eine richtig dicke Rüstung an, ja, und der steht vor einem großen Tor, vor einer großen Burg, in die ich rein will. Ja, was will ich schon von ihm wollen? Was will der Player dann sagen? Was will der Spieler dann sagen? Er will sagen, ich will da rein, ich will deine tolle Rüstung haben, ich möchte genauso stark sein wie du. Und so tastet man sich im Grunde genommen ran an den Dialog, an die Lebendigkeit dieses Dialoges, wenn der Charakter dann sagt, du bist doch noch nicht mal einer von uns, du gehörst doch noch nicht mal zur Stadt oder so. Und dann denkt man sich, okay, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen, auf den Charakter. Und so kriegt man den Dialog dann lebendig, indem man sagt, ach komm, jetzt gib mir doch mal, prüf mich doch und so weiter. So kriegt man es lebendig. Viele Sprüche und Floskeln, die dort fallen in den Dialogen, die kommen von uns selbst. Das sind wir, die da sprechen im Grunde genommen. Ja? Wenn ein Kerl auf dem Marktplatz steht und sagt, der letzte Scheiß, dann meint er das auch so. Ne? Also dann kommt das wirklich vom Herzen, dann kommt das von uns so, weil wir einfach irgendwann auch an einer oder anderen Stelle dann so die Schnauze voll hatten und dann schreiben wir das da rein in die Dialoge und dann steht das dann da und alle lachen darüber und da steckt sehr viel von uns drin. Ja? Das sind wir, die da sprechen. Also am Anfang, als wir angefangen haben, Computerspiele zu machen, da haben wir uns mehr oder weniger, also ich persönlich mit zwei Jungs, die hier auch arbeiten, mit Matthias und Stefan, 5 Jahre lang in einer WG eingeschlossen und wir haben Gothic geatmet, kann ich sagen. Und wir haben 5 Jahre lang im Grunde genommen nichts anderes gemacht. Bis man irgendwann merkt, dass es einen auffrisst und dass man neuen Input braucht, dass man versuchen muss, irgendwie sich auch von anderen Dingen inspirieren zu lassen, als nur von Rollenspielen und diese Fiktion und diese fiktiven Welten. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass man dann auch leer läuft. Der Akku ist irgendwann leer, einem fällt nichts mehr ein und dann findet man schon sehr von alleine irgendwie den Weg zurück in die Realität und versucht sich auch auf andere Weise irgendwie inspirieren zu lassen. Weil sonst macht man dann irgendwann nur noch immer dann wirklich dasselbe und das will dann irgendwann keiner mehr sehen. Ein Spielerentwickler, so wie wir es sind, zu sein, bedeutet oftmals sehr wenig Freizeit zu haben. Man muss sich selbst ein bisschen organisieren. Das heißt, es gibt manchmal Tage, da arbeiten wir wirklich 16 Stunden und es gibt manchmal Tage, da kann man sich auch mal erlauben, einfach frei zu machen. Das liegt immer daran, was gefordert ist und was jetzt genau gemacht wird in der Woche, in der man jetzt gerade antritt. Und das kann immer unterschiedlich sein. Ich habe zum Beispiel einen Charakter in die Welt gestellt, der genau das sagt, was ich sagen würde, wenn der Spieler vor mir stehen würde und sagen würde, so, gib mir all dein Gold oder so. Und ich schreibe da einen Dialog hin, den ich mir selber habe einfallen lassen und so und bin da stolz drauf, weil der gut funktioniert und ich halt so ein Stück Welt erschaffen habe in dem Moment. Das ist eigentlich das Tollste.